Hallo ihr Menschen da draußen, heute begrüße ich euch zu einem neuen, ganz kleinen Video. Und zwar habe ich aufgenommen, wie ich meine ersten neuen Pixel-Art-Sachen gemacht habe. Ich habe schon mal vor 3, 4, 5 Jahren ganz kleine Pixel-Avatare für DeviantArt gemacht, aber wie ihr schon hört, das ist sehr lange her und da habe ich vielleicht 2, 3 Stück von gemacht. Das war nur ein kleines Experiment und dann habe ich mich davon auch wieder abgewendet. Aber in den letzten Wochen und Monaten habe ich eigentlich immer mehr für Pixel Art interessiert. Und was vielleicht auch von meinem neuen Twitter-Account kommen könnte, denn irgendwie bin ich da ziemlich schnell in so eine kleine Blase reingerutscht mit sehr vielen verschiedenen Pixel Art-Künstlern, die mich alle ziemlich hart inspiriert haben und ganz tolle Animationen, aber auch Illustrationen machen. Und gerade diese vergrößerten Pixel gefallen mir unglaublich gut, weswegen ich dann einfach angefangen habe, weil die meisten Programme können ja Pixel Art einfach. Man muss einfach die Canvas besonders klein einstellen. Also hier habe ich 64x64 Pixel genommen. Das war am Anfang natürlich auch erstmal ein kleines Problem. Wie groß soll es denn sein? Was ergibt denn Sinn? Und dann den Pinsel auf das Kleinste gestellt, was geht. Und dann losgepixelt. Auch erstmal wie bei meinen normalen Bildern eine Art Skizze gemacht und drüber gepixelt. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass man jetzt erstmal auf Form und Farbe konzentriert sein kann, dass ich erstmal auch nicht aufhören konnte. Und ja, jetzt habe ich erstmal einige verschiedene Früchte und Blümchen gemacht. Und zwar total interessant, gerade bei den Himbeeren war es erstmal ganz schön schwierig, die Form irgendwie so hinzubekommen, dass man nicht direkt von der Farbe und den Blättern annimmt, dass es Erdbeeren sind. Deswegen habe ich mir nachher auch nochmal die Brombeeren vorgenommen, allein schon auch, weil die so eine tolle Farbe haben. Und da auch nochmal versucht, diese Formen richtig rauszuarbeiten. Im Nachhinein gefallen mir auch die Johannisbeeren mega gut mit diesem Schwung. Und ja, wenn man sie jetzt in der Originalgröße anzeigen würde, würde man schon ungefähr erkennen, was ich da gepixelt habe. Aber ich finde, der große Hit ist einfach, wie sie in groß aussehen. Ja, ich denke, das war es aber auch schon direkt mal wieder von mir. Ich hoffe, euch gefällt, was ihr gesehen habt. Und wenn ihr euch für Pixel Art interessiert, könnt ihr demnächst öfter mal einschalten, weil ich denke, das wird mich so schnell nicht mehr loslassen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.